Bitte schön. So, our special guest from Essen. Ja, auch von mir herzliches Willkommen zu dieser Veranstaltung. Mein Name ist Annika Eckel und ich werde diesen heutigen Abend moderieren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur vierten Veranstaltung in der Veranstaltungsreihe Inside NSU. Diese Veranstaltungsreihe hat sich zum Ziel gesetzt, den strukturellen Rassismus der Polizeibehörden und die Beziehungen zwischen Geheimdiensten und Neonazi-Strukturen, die im Rahmen der Aufklärung der NSU-Mordserie bekannt geworden sind, in einem europäischen Blickwinkel zu betrachten und dadurch auch die eigene Perspektive zu erweitern. Organisiert, das wurde gerade schon gesagt, wird die Veranstaltung von NSU-Watch, dem Republikanischen Anwaltsverein und der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Unterstützung von der Böll-Stiftung und der Holtfort-Stiftung, wofür wir uns sehr herzlich bedanken. Ich möchte heute Abend begrüßen Thanasis Kambagnanis. Er ist Nebenklageanwalt im Golden Dawn-Prozess und vertritt dort die ägyptischen Fischer, die 2012 in Perama von Golden Dawn-Mitgliedern angegriffen worden sind. Er ist Mitglied in der Initiative Jail Golden Dawn, die den Prozess politisch begleiten und arbeitet seit vielen Jahren in der Initiative KERFA mit, gemeinsam gegen Rassismus und faschistische Bedrohung. Herzlich willkommen. Auf meiner anderen Seite möchte ich herzlich begrüßen Alexander Hoffmann, Anwalt aus Kiel und Nebenklagevertreter im Münchner NSU-Prozess, wo er Opfer des Nagelbombenanschlags in der Kölner Kolbstraße vertritt. Auch dir herzlich willkommen. Wir werden das im Großen und Ganzen so machen, dass wir hier oben ein kleines Podiumsgespräch haben werden zu den aktuellen Entwicklungen, vor allem in Athen und dem Prozess gegen Golden Dawn. Und dann wird es auch genug Zeit geben, dass Sie Fragen stellen können an unsere Gäste und wir nochmal gemeinsam ins Gespräch kommen. Seit 1993 ist Golden Dawn als Partei registriert. Sie wurde aber schon in den 80er Jahren gegründet, aus dem Umfeld einer gleichnamigen Zeitung heraus. Rassismus, Antisemitismus, der Bezug auf den Nationalsozialismus und die Verherrlichung des Nationalsozialismus waren von Beginn an feste Bestandteile der Ideologie von Golden Dawn. Diese Gruppe war von Anfang an bestrebt, ihren politischen Überzeugungen auch Taten folgen zu lassen, was sich in zahlreichen Angriffen auf Migranten und Migrantinnen, Schwarze, Antifaschistinnen und linke Organisationen oder Gewerkschaften zeigte. Bei den Wahlen im Juni 2012 erlangte Golden Dawn 6,92% und damit 18 Sitze im griechischen Parlament. Von nun an verband Golden Dawn parlamentarische Vertretung und rassistischen Straßenkampf miteinander. Für den rasanten Aufstieg der Partei werden die politische und wirtschaftliche Krise in Griechenland verantwortlich gemacht, aber auch der strukturelle Rassismus und das Verleugnen der Existenz extrem rechter Organisationen durch staatliche Organisationen, Sicherheitsbehörden und die Politik. Trotz der Ermittlungen gegen Golden Dawn und die Verhaftung von zahlreichen Parteifunktionären erreichte die Partei im Januar diesen Jahres 6,3% bei den Wahlen und wurde somit drittstärkste Kraft. Der lang erwartete Prozess hat am Montag begonnen. Im September 2013 wurden Abgeordnete und Funktionäre der Partei nach dem Mord an dem Rapper und Antifaschisten Pablos Fisas verhaftet. Nun stehen mehr als 70 Parteifunktionäre vor Gericht. Thanasis, wie war der erste und ja auch bisher einzige Prozesstag am Montag in Athen und wie müssen wir uns das Setting in Athen vorstellen? Als allererstes möchte ich euch danken dafür, für diese wunderbare Einladung. Es ist eine große Ehre für mich, hier zu sein, um mit euch zu diskutieren, zusammen mit Kollegen, die teilnehmen an dem Verfahren gegen die NSU, das, soweit wir es verstehen,
ein Teil des gleichen Kampfes, den wir auch führen im Verfahren gegen Golden Dawn. Das Verfahren, der Prozess hat am Montag, dem 20. April begonnen. Das ist eine kleine historische Ironie da drin, denn der 20. April, wie ihr bestimmt wisst, ist der Geburtstag von Hitler. Selbst wenn die Mitglieder von Golden Dawn sagen, dass sie keine Nazis sind, ist es mehr als deutlich, dass sie entschlossene Nationalsozialisten sind. Ich möchte euch anfänglich einige Zahleninformationen geben, worüber das Verfahren ist. Es gibt 69 Angeklagte, 69 Mitglieder von Golden Dawn, 66 von denen sind angeklagt an der Teilnahme oder Organisation von einer kriminellen Organisation. Es gibt vier Verfahren in einem sozusagen in diesem Fall. Als allererstes gibt es drei verschiedene Verfahren über die drei wichtigsten Anschläge, die Mitglieder von Golden Dawn durchgeführt haben. Das wichtigste davon ist die Ermordung von Pablo Fisas, dem faschistischen Hip-Hop-Sänger, der ermordet wurde von Mitgliedern von Golden Dawn im September 2013. Der zweite Anschlag ist der Anschlag auf den kommunistischen Gewerkschafter auf Palme, der 5 Tage vorher stattgefunden hat, ebenfalls im September 2013. Und der dritte Anschlag ist die Ermordung von einem ägyptischen Fischer, der im Juni 2012 stattgefunden hat. Der ägyptische Fischer wurden angegriffen innerhalb ihres eigenen Hauses von einer Gruppe von Golden Dawn-Mitgliedern, die einen von denen beinahe umgebracht haben. Sie haben beinahe seinen Schädel eingeschlagen. Das sind die Menschen, diese Überlebenden sind die Menschen, die wir dort vertreten vor Gericht. Abgesehen von diesen drei Verfahren in einem gibt es noch die Hauptanklage gegen Golden Dawn. Das ist die Anklage, eine kriminelle Organisation aufgebaut und geleitet zu haben. Das heißt, 18 Parlamentsmitglieder, die gesamte Fraktion von Golden Dawn im vergangenen Parlament sind angeklagt, eine kriminelle Organisation geleitet zu haben. Das Verfahren fing am Montag an. Die Anführer der Organisation sind nicht aufgetaucht. Das ist etwas, das wir schon vorausgesehen hatten, selbst wenn sie gesagt haben, dass sie kommen würden. Denn sie hatten gesagt, sie würden kommen und Verfahren zeigen, dass das alles, die ganze Anklage, eine Farce ist. In Realität wissen wir von früheren Verfahren, dass der Anführer, der Führer von Golden Dawn niemals in Gerichtsverfahren geht, wenn Golden Dawn-Mitglieder angeklagt werden. Er will jede Identifikation mit irgendeinem Verbrechen vermeiden. Es gab eine große antifaschistische Demonstration außerhalb des Gerichtssaals, was wirklich sehr wichtig für uns ist. Wir haben Leute dazu angeregt, an dieser Demonstration teilzunehmen, sich am Verfahren zu beteiligen, am Prozess draußen und drinnen, das Prozess zu beobachten. Wir wollen, dass die Gesellschaft anwesend ist während dieses ganzen Verfahrens. Es ging darum, daran zu erinnern, dass zwei Zeugen, die zum Verfahren Prozess gekommen sind, um auszusagen, zwei Freunde von Pablo Fisas angegriffen worden sind am Tag des Prozesses, am Tag des Verfahrens von einer Gruppe von Golden Dawn-Schlägern. Das ist, erinnert uns daran, dass selbst wenn Golden Dawn den Großteil ihrer faschistischen, rassistischen Anschläge nach dem September 2013 sein gelassen hat, dass ihre Schläger immer noch funktionieren, ihre Schlägereinheiten immer noch auf die Straßen gehen und auf die Straße gehen würden, wenn wir nicht in der Lage sind, sie zu verurteilen. Thanasis, kannst du noch was sagen zu der Präsenz von Journalisten in dem, im Gerichtssaal? Weil das war ja auch beim NSU-Prozess zum Anfang ein großes Thema und ist ja auch sehr wichtig, um einen öffentlichen Druck aufzubauen, um den Prozess begleiten zu können. Wie ist es in Athen mit journalistischer Präsenz im Gerichtssaal? Okay, die Medienpräsenz war stark, war groß. Es waren die ersten Schlagzeilen auf den nationalen Nachrichten. Es waren viele Journalisten da von griechischen Medien, aber auch große internationale Interesse am Verfahren. Es gab mehr als 60 internationale
Medienvertreter anwesend im Gerichtsraum. Es gibt jetzt eine Initiative, die wir als Nebenkläger im Verfahren willkommen heißen, ist das Verfahren zu beobachten von Golden Dawn Watch auf die gleiche Art wie NSU Watch das in Verfahren hier getan hat. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, denn wir wollen, dass es eine konstante Beobachtung des Verfahrens gibt, dass viele Informationen rausgegeben werden, rauskommen an die Menschen. Das Problem, das wir haben, oder das Problem, das wir hatten am ersten Tag, ist, dass der Ort, in dem das Verfahren stattfindet, ist ein sehr kleiner Gerichtssaal im Gefängnis. Das ist ein Viertel außerhalb von Athen, von Piräus. Und es gab einen großen Aufschrei darüber, dass das in so einem kleinen Rahmen stattfindet und so weit weg vom Stadtzentrum von Athen entfernt ist. Es ist in der Nähe von da, wo die Anschläge von Golden Dawn stattgefunden haben. Es ist ein Gerichtssaal, der Journalisten es nicht unbedingt ermöglicht, am Prozess wirklich teilzunehmen. Es gibt keine Internetverbindungen, es gibt keine Erreichbarkeit für Handys. Das heißt, das ist ein wirklich aktuelles Problem. Und als Nebenkläger haben wir gefragt, haben wir darum gebeten, dass der Gerichtssaal gewechselt wird, dass das Verfahren in einem anderen Gerichtssaal stattfindet. Und wir werden das beim 7. Mai, beim nächsten Prozesstag, wieder tun. Vielen Dank. Axel, aus deiner Sicht als jetzt schon lange involviert in antifaschistische Recherche, aber auch eben als NSU-Nebenklageanwalt im Prozess dabei, warum ist es aus deiner Sicht wichtig, den Prozess in Athen zu verfolgen? Und vielleicht kannst du auch noch ein, zwei Sätze sagen zu der Verbindung zwischen griechischen und deutschen Neonazis. Das war mir, der ich ja nicht nur Anwalt bin in diesem Prozess, Nebenklägervertreter, sondern seit mehr als 20 Jahren antifaschistische Arbeit mache, natürlich auch wichtig zu zeigen, wo die Parallelitäten sind. Das erste Mal, dass wir gemeinsam auf Golden Dawn gestoßen sind und hatten vorher davon nichts gehört, war 1992, als wir Treffen in Skandinavien beobachtet haben. Das waren Nazis aus Deutschland, aus Skandinavien und eben auch ein Vertreter von Golden Dawn, die aus diesem Umfeld von der NSDAP AO stammten, die sich dort getroffen haben. Natürlich klar, mit Hakenkreuzen und all dem, was man dort durfte. Und wir haben in den Jahren danach beobachten müssen, dass genau dieses Netzwerk auch unter Beteiligung der Griechen, die wir allerdings nur am Rande wahrgenommen haben, dann etwas aufgebaut hat, was für den NSU von entscheidender Bedeutung war, nämlich diese Netzwerke, die mit Musik, mit Rechtsrock, mit dieser Art von Propaganda versucht haben, neue junge Leute an sich zu binden und Politik nicht mehr so stark als Parteipolitik, langweilig in Seelen, sondern als Freizeitvergnügen zu gestalten. Und das ist genau das Spektrum, aus dem sich später auch der NSU ergeben hat. Wir haben dann später auch gesehen, und das ist ganz interessant, in den 2000er Jahren hat eben einer der Mitangeklagten im Münchner Prozess, Ralf Wohlleben, der in die NPD gegangen ist, weil sie Angst hatten, dass ihre freien Kameradschaften der Thüringer Heimatschutz verboten wird, hat er große Konzertveranstaltungen gemacht und eingeladen waren unter anderem auch wieder Vertreter von Golden Dawn, die dort Werbung gemacht haben. Und ich weiß, ich muss mich da kurz fassen mit dem Teil. Wir haben jetzt gesehen, dass im Europäischen Parlament im Januar diesen Jahres eine neue europäische Partei für die Teilnahme an den EU-Wahlen gegründet worden ist. Und natürlich sind da auch der Golden Dawn und die britische National Party und die NPD und andere Gruppen drin. Und all diese Parteien verbinden sich dadurch, dass sie Gewalttätigkeiten, bewaffneten Kampf, Mord und Diskriminierung von sogenannten Fremden zum Programm machen. Die NPD nennt das ja diesen Dreiklang, Kampf um die Straße, Kampf um die Köpfe, Kampf um die Parlamente.
Und diese Tatsache, dass, natürlich nach außen wird das immer abgestritten, dass wir hier europaweit jetzt ein stärker werdendes Netzwerk von Parteien haben, die tatsächlich aus faschistischer Sicht, aus Nazi-Sicht raus auch immer den bewaffneten Kampf als eines ihrer Mittel benutzen. Das ist nichts Neues, dass das gemacht wird, aber in dieser Form als Parteien, die dann auch im Europäischen Parlament unter Umständen, wenn das so weitergeht, noch eine Fraktion bilden können, das ist schon etwas, was es notwendig macht, sich sehr genau nicht nur mit den Geschehnissen im eigenen Land zu beschäftigen, sondern auch nach Griechenland zu schauen und zu sehen, wie dort weiterhin damit umgegangen wird. Von dem, was du gerade gesagt hast, was ist aus deiner Sicht dabei auch wichtig für eine juristische Auseinandersetzung mit rechten neonazistischen Parteien und Organisationen? Naja, in unserem Prozess in München, im NSU-Prozess, ist das ja von Anfang an mit aller Gewalt rausgehalten worden von der Bundesanwaltschaft, die die Anklage gemacht hat. Wir haben fast keine Möglichkeit, diese Anbindung an politische Konzepte der NPD und anderer faschistischer Gruppen zu machen. Das ist systematisch rausgehalten worden. In Griechenland scheint das etwas anders zu sein, da werden wir noch ein bisschen mehr dazu hören. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man genau herausstellt, wo der bewaffnete Kampf, Militanz, gewalttätiges Vorgehen als Teil der Politik von solchen Gruppierungen und Parteien genutzt und eingesetzt wird. Und das auch zu benennen und zu verhindern, dass sie sich immer rausreden mit, das sind Einzeltäter, mit uns hat das nichts zu tun. Das ist ja das große Problem. Thanasis, das ist auch die Herausforderung bei dem Prozess in Athen, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, nachzuweisen, dass es sich um eine Organisation handelt, die diese Angriffe der Mitglieder bewusst als Strategie nutzt und sie auch befiehlt. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Dass das die Herausforderung dieses Prozesses auch ist? Yes, definitely. Ja, auf jeden Fall. Wir sind, nehmen teil, wir arbeiten in diesem Verfahren, weil wir wollen, dass es Gerechtigkeit für die Opfer gibt, dass es Gerechtigkeit für die Opfer dieser faschistischen, rassistischen Gewalt gibt. Und wir müssen definieren, was Gerechtigkeit in diesem Fall bedeutet. Gerechtigkeit bedeutet, dass die Täter all dieser kriminellen Aktivitäten in den Knast gesteckt werden, ins Gefängnis gesteckt werden. Das ist sehr wichtig, denn wir reden hier über Menschen, die Menschen ermordet haben, die Pablos Fissas ermordet haben, die versucht haben, Gewerkschaftsmenschen und Immigranten zu ermorden und so weiter und so weiter. Aber das ist nicht das Ende der Gerechtigkeit, die die Opfer wollen. Wir wollen nicht nur, dass die Täter ins Gefängnis gesteckt werden, wir wollen, dass die es angestiftet haben, die diese kriminellen Aktivitäten angestiftet haben, verurteilt werden. Und dass durch die Verurteilung von Golden Dawn als eine kriminelle Organisation, das heißt die Notwendigkeit zu beweisen, dass diese Angriffe, diese Anschläge gegen Pablos Fissas und gegen die Gewerkschafter und Immigranten nicht getrennte einzelne Verfahren waren, einzelne Vorfälle, Initiativen von einzelnen Mitgliedern waren, sondern sie sind zentral organisiert worden und geleitet worden von der Führung der Organisation. Das ist eine kriminelle Organisation, das ist das Gesetz des griechischen Strafgesetzbuchs einer kriminellen Organisation. Und das ist, was wir vor Gesetz beweisen müssen. Und es gibt eine Menge guten, belastbaren Beweise, dass das der Fall war, dass diese kriminellen Akte zentral organisiert worden sind. Und das dritte Ziel, dass wir sagen, dass wir
das heißt, dass Gerechtigkeit umgesetzt wurde, heißt, dass offen gemacht wird, offengelegt werden die Verbindungen dieser kriminellen Aktivitäten von Golden Dawn mit den Staatsmechanismen, mit der Polizei, mit den staatlichen Institutionen. Denn eine nazi-kriminelle Organisation ist schon gefährlich genug, aber habe eine nazi-kriminelle Organisation, die die Möglichkeit hat, mit dem Staat zusammenzuarbeiten, mit Teilen der staatlichen Institutionen zusammenzuarbeiten, mit den Polizeibüros zusammenzuarbeiten, mit den Geheimdiensten zusammenzuarbeiten, mit den Politikern. Das ist die größte Gefahr, die letztendliche Gefahr. Und wir wollen diese Verbindungen offen machen und wir wollen diejenigen Menschen, die mit Golden Dawn zusammengearbeitet haben, dazu bringen, dass auch sie zahlen müssen dafür. Genau, du hast es ja jetzt gerade schon gesagt, du vertrittst, du hast ja gerade schon sozusagen diese Frage der Gerechtigkeit angesprochen. Und du vertrittst ja in diesem Prozess die Gruppe der ägyptischen Fischer, die 2012 angegriffen worden sind. Was ist die Hoffnung deiner Klienten mit diesem Prozess? Was ist für sie wichtig da drin? Well, first of all, the case als allererstes, der Fall dieser Menschen ist ein Beispiel für was Golden Dawn in diesen Vierteln von Athen und Piräus und ganz Griechenland getan hat. Das war ein Anschlag, der in ihrem eigenen Haus stattgefunden hat. Das heißt, es war ein Anschlag, wo eine Gruppe von 20 Personen in dieses Haus reingegangen sind, haben angefangen, die Türen einzuschlagen, das Glas der Fenster einzuschlagen. Sie sind reingegangen, es war ihnen möglich reinzugehen, es war ihnen möglich, diese ägyptischen Immigranten, Fischermann, der dort geschlafen hat, dort zu finden. Und sie haben ihn zusammengeschlagen, sie haben ihn mit Keulen geschlagen, mit ihren Fäusten geschlagen und sie haben ihn getreten mit ihren Füßen. Er ist fast gestorben daran, sein Kopf wurde verletzt. Für 6 Monate lang konnte er nicht essen, konnte er keine feste Nahrung zu sich nehmen, sondern nur flüssige Nahrung. Das heißt, als allererstes, wenn wir Gerechtigkeit in diesem Fall reden, heißt das, die Leute, die Angriffe, müssen das Verbrechen zahlen. Natürlich, unsere Klienten wollen auch nicht nur, dass die Schläger, sondern auch die Menschen, die es angeordnet haben, die Leute, die die Schläger ausgebildet haben, die sie ausgebildet haben, sie anzugreifen. Und es gibt keinen Zweifel, dass es ein krimineller Akt war, der zentral organisiert worden ist von der Führung der Organisation. Wir wissen von einem Video, das öffentlich gemacht worden ist, dass am Tag davor, am Tag vor dem Anschlag, der Parlamentsmitglied von Golden Dawn in Piräus gesagt hat, dass diese ägyptischen Fischer jetzt dass die ägyptischen Fischer jetzt mit Golden Dawn reden müssen, zur Rechnung gezogen werden dafür, wie sie ihren Fisch verkaufen, was sie da machen. Das heißt, wenn man darauf zugreift, also den Punkt, wo die Parlamentsmitglieder von Golden Dawn dafür gesorgt haben, dass dieser kriminelle Akt ausgeführt wurde, das ist sehr wichtig, das ist sehr zentral. Der hat ermöglicht, dass die ägyptischen Fischer legale Karten bekommen haben, legale Papiere bekommen haben, denn einer von ihnen war illegalerweise in Griechenland und wir haben es geschafft, dass er legale Papiere bekommen hat, damit er am Verfahren teilnehmen kann und als Zeuge aussagen kann. In Deutschland sozusagen rund und im NSU-Prozess gibt es ja auch immer wieder die Diskussion, dass man natürlich eine Aufarbeitung einer rassistischen Mordserie nicht Untersuchungsausschüssen oder Gerichten allein überlassen kann. Und es gibt ja auch eine öffentliche Begleitung und es gibt sozusagen ja auch immer wieder Presseerklärungen etc. der Nebenklage und eine Zusammenarbeit oder einen Austausch mit antifaschistischen und antirassistischen Initiativen und Projekten. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie ihr das als Team der Nebenklage plant für Griechenland, ob es da auch eine Zusammenarbeit gibt mit Initiativen. Und du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht noch mal, was ist auch eure Hoffnung jenseits einer juristischen Auseinandersetzung an gesellschaftlichen Diskussionen anzustoßen mit diesem Prozess?
For us, für uns und für unsere Initiative von Anwälten, die rassistische Motivation der Anschläge von Golden Dawn ist wirklich wichtig. Wir haben uns als eine Initiative gegründet durch unsere Mitglieder, unsere Kollegen, Teil von Rechtsverfahren sind, wo wir versucht haben zu beweisen, die rassistische Motivation von bestimmten kriminellen Aktivitäten. Die wichtigste davon war der Mord von Sazak Lukman, einem Pakistani-Arbeiter, der zu seinem Arbeitsplatz gegangen ist auf seinem Fahrrad und ermordet wurde von zwei Schlägern, die ihn 7-mal angehalten haben. Als dieser Fall das erste Mal vor Gericht gekommen ist, haben die Richter es beschrieben als einen Streit, als einen Kampf auf der Straße, der zufällig entstanden ist. Denn sie haben akzeptiert, was die Mörder gesagt haben, dass der Pakistani mit dem Fahrrad den Weg versperrt hätte von den Leuten, die da gekommen sind mit dem Motorrad, und deshalb wäre es zu einem Streit gekommen. Es war für unsere Initiative sehr, sehr wichtig, zu beweisen, dass das ein rassistisches Verbrechen war, dass das Motiv des Angriffs Rassismus war. Und wir haben es geschafft. Es war das allererste Mal nach 5 Jahren, dass es seit 5 Jahren ein bestimmtes Gesetz gab, das Gesetz Nummer 79 über die rassistische Motivation von kriminellen Akten, dass es uns möglich war, innerhalb eines Gerichtssaals akzeptiert zu kriegen, dass dieses wirklich ein rassistisch motiviertes Verbrechen war. Und ihr müsst wirklich verstehen, 5 Jahre lang, in der Hunderte von rassistischen Verbrechen begangen wurden in Griechenland, haben die griechischen Richter haben niemals dieses Gesetz Nummer 79 angewendet, das Strafgesetzbuch angewendet. Das heißt, für uns ist diese rassistische Motivation wirklich sehr wichtig, und wir wollen versuchen, das auch in diesem Gerichtsverfahren zu schaffen. Wie du gesagt hast, das ist ein Kampf, der nicht nur im Gerichtsraum stattfinden kann. Es ist ein Kampf, der auch in der öffentlichen Domäne, im öffentlichen Dialog stattfinden muss. Für uns ist es sehr wichtig, dass diese Menschen dargestellt werden als das, was sie wirklich sind, als die Opfer, als Menschen, die nach Griechenland gekommen sind, um hier zu arbeiten, und die Opfer von faschistischer und rassistischer Gewalt sind. Wir wollen ihnen einen Namen geben, denn viele Jahre lang sind die Opfer von faschistischer und rassistischer Gewalt, hatten keinen Namen, sie hatten keine Mutter, keinen Vater. Ihr Schmerz wurde nicht gesehen. Wir haben das mit Sazak Lukman geschafft, und wir wollen versuchen, das auch wieder mit den ägyptischen Fischern zu schaffen, nicht nur im Gerichtssaal, sondern auch in der öffentlichen Domäne und in der Gesellschaft. Jetzt werfen wir mal sozusagen vergleichend einen Blick sozusagen auf den Prozess in München. Sanassis hat es gerade gesagt, dass es auch sehr wichtig ist, die rassistische Motivation der Täter auch einfließen zu lassen, oder die Ideologie, für die sie diese Taten ja auch begangen haben. Und Axel, ihr habt ja als Nebenklage in München oft auch schon die Anklageschrift kritisiert und gesagt, sozusagen, ja, Beate Zschäpe der Mittäterschaft bei 10 Morden und Sprengstoffanschlägen und die anderen Angeklagten für die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vors Gericht zu stellen. Dieser Fokus auf die terroristische Vereinigung ist ja auch etwas, was es euch schwer macht, ein Stück weit politische Motivation und Hintergründe und Netzwerk mit einzubringen in den Prozess? Ist das der Kern eurer Kritik? Na, es gibt nicht einen Kern der Kritik, aber ich will es daran festmachen. Ich vertrete ja eine Frau, die in der Kolbstraße in Köln war, als diese Bombe explodiert ist. Die Anklageschrift schreibt, die Bombe hätte sich gerichtet gegen einen Friseurladen. Selbst die Anklage sagt noch, die Bombe sei gegen diesen Friseurladen gegangen. Die Anklageschrift hat noch nicht verstanden, dass das natürlich erstmal gegen alle Menschen in der Kolbstraße ging, weil es symbolisch einen Ort ausgesucht hat, wo man viele Migranten treffen würde. Und zweitens, dass das man nennt das
teilweise Botschaftsverbrechen, ein Botschaftsverbrechen ist, wo es gar nicht darum ging, welche konkreten Menschen überhaupt getroffen waren, weil es eine Botschaft an alle Migranten waren. Wir hassen euch, wir töten euch, wir werden alles gegen euch machen. Alles das ignoriert die Anklageschrift und sagt, die Bombe dort richtete sich gegen den Friseursalon, spricht nicht mal von den Menschen. Das ist absurd natürlich. Ja? Und das macht es erstmal schwierig für unsere Mandanten, ich kann nicht für alle sprechen, aber für viele Mandanten, die sagen, ist es überhaupt richtig angeklagt? Habt ihr es eigentlich überhaupt immer noch nicht verstanden, was der Kern von diesen Verbrechen war? Und das ist einer der Teile, gegen die wir kämpfen, dass wir auch noch versuchen, die organisatorischen Verflechtungen und die politischen Verflechtungen da hinten aufzubauen, das hängt daran weniger. Das hängt daran, dass das von der Anklageschrift und der Bundesanwaltschaft einfach nicht gewollt ist, dass sie von Anfang an reingeschrieben haben, der NSU bestand aus 3 Personen, war eine abgeschlossene Zelle und hatte noch ein paar Unterstützer. Das behaupten sie einfach, das haben sie schon Dezember 2011, Januar 2012, also da war das gerade mal 3 Monate aufgedeckt worden von den Nazis selbst, haben sie sich festgelegt und haben daran festgehalten und verteidigen es bis heute, obwohl es eigentlich widerlegt ist. Du hast ja gerade schon von Verflechtungen gesprochen. Bei der ganzen Aufarbeitung des NSU-Prozesses spielte natürlich auch immer Verflechtungen von Polizeibehörden, Sicherheitsermittlungsbehörden und den Geheimdiensten eine große Rolle. Sanassis, Ende 2013 war die Aktenlage, du hast ja vorhin schon gesagt, Golden Dawn-Mitglieder haben schon viele Jahre vorher, waren sie immer in kriminelle Angriffe verwickelt, es hat viele Angriffe auf Migrantinnen gegeben und ja, fast plötzlich Ende 2013 ist die Aktenlage der Ermittlungsbehörden so gut, dass sie die Parteispitze festnehmen können und eine Anklage machen. Wie kommt es, dass der Staat so lange gebraucht hat, um zu reagieren? Yes. Everyone in Greece knows, jeder in Griechenland weiß, es war ein öffentliches Geheimnis, dass das Golden Dawn die Verbrecher waren dieser kriminellen Akte. Das heißt, als der Minister für öffentliche Ordnung, der Ex-Minister, sich entschieden hat, 32 Akten an das obersten Gerichtshof zu schicken und zu bitten, dass es eine Untersuchung geben würde, diese 32 einzelnen Fälle kriminellen Verbrechen geben würde, die auch von der gleichen, als Teil der gleichen Organisation, hat es niemanden wirklich verblüfft, weil es ein offenes Geheimnis war, dass das alle Aktivitäten von Golden Dawn waren. Das heißt, diese Akten haben existiert. Und von den 100 Fällen, von den 100 Akten von Strafverfahren gegen Mitglieder von Golden Dawn wegen krimineller Aktivitäten sind Teil dieser großen Akte über Golden Dawn. Das heißt, warum hat der Staat sich nicht schon vorher gegen Golden Dawn bewegt? Das ist eine gute Frage. In der Realität hat Golden Dawn und tut es immer noch eine große Verbindung mit den Mechanismen des Staates, mit dem Geheimdienst, mit der Polizei und mit Teilen des politischen Establishments. Wir wissen jetzt, dass das heißt, wenn wir zum Beispiel über den Geheimdienst reden, als die kriminellen Ermittlungen starten, als der Anführer der Organisation festgenommen wurde, musste die Regierung den Chef, den Mann, der musste die Regierung den Mann entlassen, den Mann im Geheimdienst entlassen, der für die Überwachung von Golden Dawn zuständig war. Das heißt, was dadurch deutlich wurde, was dadurch öffentlich wurde, war, dass derjenige innerhalb des Geheimdienstes, der Golden Dawn überwacht hat, ein Kollaborateur von Golden Dawn war. Die zweite Sache hat mit der Polizei zu tun. Nicht nur einzelne Polizisten,
das, ihr habt vielleicht gehört, dass nach Daten, wir haben ungefähr 50% der Polizeikräfte für Golden Dawn stimmen. Wir reden aber nicht nur über einzelne Polizeimitglieder, wir reden über diejenigen, die Polizeidepartements leiten. Das heißt, besonders auch zwei Polizeibehörden in der Nähe von Athen. Das heißt, zum Beispiel in dem Film, den wir gerade gesehen haben, das war in genau diesem Viertel, das wir. Und das andere sind die Polizeibüro von Nikia. Das ist die Gegend, wo die meisten kriminellen Aktivitäten stattfanden, die jetzt vor Gericht stehen. Und beide Chefs dieser Polizeibehörden wurde herausgefunden, dass sie Kollaborateure mit Golden Dawn sind. Und einer von denen wurde entlassen. Und der andere hat ein Verfahren gegen sich laufen. Das dritte und das letzte ist die Verbindungen. Die Verbindung, die Golden Dawn mit einigen mit Teilen des politischen Establishments hatte und vor allen Dingen auch mit der vorangegangenen Regierung. Und von einem Golden Dawn-Mitglied wurde ein Video aufgenommen, wo der Sprecher der Partei mit dem Generalsekretär der Regierungspartei geredet hat. Und das ist eine ganz, ganz einflussreiche Position. Er war der sozusagen die graue Eminenz hinter dem ehemaligen Premierminister. Er war der erste, der wichtigste Figur im Büro des Premierministers. Wie Sie darüber reden, wie man die kriminellen Ermittlungen einstellen könnte. Und dieses Video zeigte, wie man kriminelle Verbrechen begehen kann und damit durchkommen kann. Und was es gab, war einen öffentlichen Aufschrei dagegen und eine große antifaschistische Begegnung, damit diese Straffreiheit zumindest fürs Erste beendet werden konnte. Was du erzählt hast, sozusagen, kennen wir ja sozusagen von dem NSU-Prozess auch. Und momentan gibt es ja Untersuchungsausschüsse in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, die immer neue vermeintliche Ermittlungspannen aufdecken und immer wieder institutionellen Rassismus in den Ermittlungsbehörden offenbaren. Axel, wenn man jetzt zugespitzt ja die Frage stellen, muss man bei neonazistischen Netzwerken und rassistischen Mordserien in Europa langsam davon ausgehen, dass Polizei und Verfassungsschutz immer mit von der Partie sind? Ich würde ja sagen, aber das beantwortet noch nicht viel. Ich glaube, es ist einmal wichtig, ich komme gleich zu NSU, aber es ist einmal wichtig zu sagen, das ist keine Frage, die sich nur im NSU-Prozess stellt. Wir wissen, dass seit den 70er Jahren die Nazi-Bewegung, die Nazi-Gruppen in der Bundesrepublik immer wieder durchsetzt waren von Polizeispitzen. Und sie haben in dieser Zeit auch Gewalttätigkeiten gemacht, Leute umgebracht, Bomben gelegt, Häuser angezündet. Das ging in den 90er Jahren weiter. Ich glaube, es gibt zwei Sachen. Das eine ist sicherlich der Gesichtspunkt, der jetzt Politiker sehr schnell auch dazu gebracht hat, sich dann direkt mit Pegida wieder zusammenzusetzen. Man erkennt, dass ein guter Teil der Bevölkerung rassistisch ist, diese Karte zieht und will sich die nicht kaputt machen. Wenn man ernsthaft und zielgerichtet gegen faschistische Gruppen, gegen rassistische Gruppen und ihre Verbrechen vorgehen würde und die tatsächlich auflösen würde, dann würde man sich gegebenenfalls die Möglichkeit nehmen, bei nächster Gelegenheit mal wieder die rassistische Karte zu ziehen und damit Politik zu machen. Ich meine, wir reden hier über Dinge, die gestartet sind ab 1996. Das war ein Zeitraum, in dem in Thüringen der Staat immer noch ganz offen die antikommunistische Karte gespielt hat, und zwar nicht ohne. Da wollte man natürlich nicht gegen Nazis in der Form vorgehen, wie man es vielleicht gewollt hätte. Da wollte man lieber immer noch gegen Linke vorgehen. Und das ist etwas, was wir merken. Ich will aber einen Unterschied nennen zu Griechenland. In Griechenland hat zuletzt die Staatsanwaltschaft umfangreiches Beweismaterial präsentiert. Wir haben keins. Hätte nicht Beate Zschäpe diese CDs losgeschickt mit dem Bekennerschreiben und hätte sie statt Benzin Diesel verwendet beim Anzünden des Hauses, dann hätten wir jetzt keinen Prozess. Wir haben
keine Indizien, keine Beweismittel, die für die Verurteilung notwendig sind, aus polizeilichen Ermittlungen erhalten. Wir haben die vom NSU serviert gekriegt, sonst hätten wir gar nichts. Und das ist dann doch ein erheblicher Unterschied nochmal zu dem, was wir in Griechenland haben. Denn nach dem, was ich gehört habe, gibt es erhebliches Beweismaterial. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch mal erstmal an euch beide hier oben. Und jetzt würde ich den Raum eröffnen, für Sie, für euch Fragen zu stellen. Wir haben ein Saalmikrofon, was wir auch wegen der Übersetzung benutzen müssen. Wir würden es so machen, dass wir erstmal 2, 3 Fragen sammeln und dann hier oben in eine Antwortrunde gehen. Hallo. Ich wollte eigentlich 2 Fragen an Thanas stellen. Also es sieht so aus, aber das gilt auch für Deutschland, die erste Frage, dass die Richter besonders allergisch dagegen sind, politische Motivationen in solchen Straftaten zu finden. Ich will versuchen, vielleicht eine Parallelität zu machen. Wie war es, also vor 10 Jahren war es in Griechenland ein Prozess gegen eine linksextremistische Organisation, die 17. November. Wie war es damals, ob Thanasis das weiß, waren die Richter dann bereit, eine politische Motivation für die Täter zu finden? Und zweite Frage geht auch die gleiche Richtung. Also Thanasis hat auch gesagt, es ist das wichtigste Problem, da ist die Golden Dawn als eine kriminelle Organisation darzustellen, sozusagen. Das macht die Justiz heutzutage durch ein Gesetz, der zum ersten Mal in Zeiten der linksextremistischen 17. November verabschiedet worden ist. Dieses Gesetz war ein Gesetz gegen Terrororganisationen und wurde von der Linke auch heftig kritisiert. War dieses Gesetz hilfreich gegen Golden Dawn? Wie steht die antirassistische Bewegung heutzutage gegen diese Frage? Dankeschön. Hier war noch eine Frage von. I would like to know, we hear that, ich würde gerne wissen, wir hören über diese Anschläge, die Grundlage dieses Verfahrens jetzt sind, die in Piräus passiert sind, und wir hören über Athen. Aber wie weit verbreitet ist Golden Dawn in ganz Griechenland? Oder ist es konzentriert in Piräus und Athen? Oder gibt es andere Viertel, andere Städte, die auch wichtige Zentren sind? Danke. Ich würde noch die Frage hier vorne in der Mitte noch nehmen. Und dann. Mich interessiert nochmal die folgende prinzipielle Frage. Ich glaube, dem Film entnommen zu haben, dass eigentlich die Vertreter von Golden Dawn sich von Hitler mehr distanziert haben, sich mehr auf die alten Griechen, Ancient Greece, bezogen haben. Ist denn der Ausdruck nationalsozialistisch denn eigentlich wirklich angebracht? Denn die Hitler, sozusagen Faschisten, haben sich aber mehr auf die arische Rasse bezogen. Das interessiert mich jetzt mal. Ist da ein Unterschied? Ja. Dankeschön. Ich würde mal kurz, sonst kann Thanasis, glaube ich, nicht mehr mitkommen, dir jetzt erstmal die Möglichkeit geben zu antworten. Okay. Also ich fange mit der letzten Frage an. Über griechischen Nationalismus und deutschen Nationalsozialismus. Golden Dawn ist eine nationalsozialistische Organisation. Da gibt es keinen Zweifel. Sie bemühen sich, zumindest in den letzten Jahren, sich selbst als griechische Nationalisten darzustellen. Aber wir haben Texte der Organisation, in denen sie explizit sagen, dass ihre Ideen als Nationalsozialisten darstellen, sie davon abhält, eine größere Wirkung, eine größere Gefolgschaft zu haben. Und deshalb haben sie die Worte verändert, die sie benutzen.
Das heißt, sie benutzen nicht mehr Nationalsozialismus und sagen griechischen Nationalismus, ohne ihre Ideen zu verändern. Das ist ein Zitat von Ihnen. Ich zitiere Sie jetzt. Ihr braucht nicht die Akten über Golden Dawn, um das zu verstehen. Casillares, das ist der Sprecher der Partei, hat eine Tätowierung mit einem Hakenkreuz auf seiner Hand. Ein anderes Parlamentsmitglied von Golden Dawn, das Parlamentsmitglied, der Abgeordnete für Piräus, hat den deutschen Reichsadler mit dem Hakenkreuz, was wirklich kein griechisches Symbol ist, als eine Tätowierung. Und ein drittes Mitglied von Golden Dawn hat eine Tätowierung, die Sieg Heil leistet. Also es ist so eindeutig, so explizit. Sie verstecken es nicht, jedenfalls nicht in ihren inneren Angelegenheiten. Nun zur Frage, wo Golden Dawn tätig ist, verbreitet ist. Nachdem Golden Dawn die Möglichkeit hatte, ins Parlament zu gehen im Mai und Juni 2012, haben sie, weil sie von da an dann staatliche Gelder gekriegt haben, hatten die Möglichkeit, Parteibüros in ganz Griechenland zu öffnen. Sie hatten vorher auch schon Organisationen, aber die waren kleiner. Und so haben sie versucht, das auf ihrem Wahlerfolg weiter auszubauen. Aber was wichtig ist für eine Partei, wie für eine Organisation wie Golden Dawn, ist nicht ihre Parteiaktivitäten. Denn Golden Dawn ist keine normale politische Partei. Die politische Projekt von Golden Dawn ist, da geht es darum, kämpfende Einheiten aufzubauen. Das ist die Essenz der Golden Dawn politischen Projektes. Und das ist es, was strafrechtlich verfolgt werden kann. Nicht die politische Aktivität, aber die Existenz am Kern einer legalen Partei, einer paramilitärischen Struktur, die auf der Straße aktiv ist und in der Lage wäre, als allererstes die Immigranten zu zerschlagen, aber auch die Gewerkschaften und so weiter und so weiter. Sie haben das in Naios Panteleimonas als erstes versucht, auf dem Platz, wo der Film gemacht wurde, und wo sie ganz gut offen gemacht wurden. Aber sie haben es in anderen Vierteln von Piräus auch gemacht. Und es gab einen Grund, warum sie das getan haben. Der Grund war, dass es dort in Piräus starke Gewerkschaften gibt, die sie zerschlagen wollten. Und es gab Unternehmerverbände, die Golden Dawn dafür bezahlt haben, dass sie eigene neue Gewerkschaften aufbauen würden, die billigere Arbeitskräfte für die Unternehmerverbände zur Verfügung stellen würden. Deshalb war Piräus eine ganz große Spielstelle für Golden Dawn. Es war so zentral für ihre politische Organisation. Nun zur politischen Motivation, die erste Frage. Natürlich ist es für die griechische Rechtssystem, die waren blind für die kriminellen Aktivitäten von Golden Dawn. Es ist jetzt schwierig für das Rechtssystem, diese Wendung zu vollziehen und anzuerkennen, dass seit 25 Jahren eine nationalsozialistische Organisation gab, die kriminelle Aktivitäten durchgeführt hat. Das ist schon relativ offensichtlich in der Art, wie dieser Fall vor Gericht gebracht wird. Das heißt, wenn der Staatsanwalt gebeten wurde, ein Datum zu nennen, wann denn die kriminelle Organisation ins Leben gerufen wurde, gab er ein Jahr, was 2008 war, was absolut willkürlich gewählt ist. Es gibt keinen Grund, warum man sagt, ab 2008 gibt es die kriminelle Organisation Golden Dawn ab 2008. Aber der Grund dafür ist, dass das Rechtssystem vertuschen musste für die vielen Menschen, die vielen Leute innerhalb des Rechtssystems, innerhalb der Polizei, die ihren Jobs nicht anständig gemacht haben, die nicht gegen eine kriminelle Organisation aktiv geworden sind, die schon seit 25 Jahren gibt. Das heißt, es ist schwierig für das Rechtssystem. Und es ist jetzt auch schwierig für uns, sich auf diesen Artikel, auf das Gesetz zu beziehen. Und zum Beispiel Anwälte, die wir die ägyptischen Fischer vertreten, aber auch andere Fälle in diesem Verfahren als Nebenkläger, waren wir natürlich gegen diese antiterroristische Gesetzgebung 178a. Und wir sind immer noch gegen diese Art von Gesetzgebung und wir sind dafür, dass es wieder gestrichen wird. Und der Grund dafür ist, dass diese Gesetzgebung die Absicht bereits kriminalisiert, die Absicht
kriminelle Akte durchzuführen, bereits kriminalisiert. Das ist natürlich nicht der Fall bei Golden Dawn, denn Golden Dawn war keine Organisation, die es vorhatte, kriminelle Akte durchzuführen. Sie war eine Organisation, die kriminelle Akte durchgeführt hat. Das heißt, solange diese Gesetzgebung existiert, glauben wir, dass sie benutzt werden sollte gegen Golden Dawn und nicht nur gegen die radikale Linke oder gegen anarchistische Organisationen. Das heißt, so haben wir dieses Thema, dieses Problem unseres grundsätzlichen Prinzips, was gegen diese antiterroristische Gesetzgebung ist, gelöst haben. Aber solange es dieses Gesetz gibt, werden wir es benutzen gegen eine Organisation wie Golden Dawn, die der Archetyp einer kriminellen Organisation ist, für die der Artikel 178 eigentlich geschrieben wurde. Die letzte Frage, die Thanasis beantwortet hat, auch nochmal sozusagen an dich geben, Axel, sozusagen unter der, sozusagen der rote Faden der Veranstaltung ist ja auch ein Stück weit Vergleiche, Unterschiede herauszuarbeiten. Diese angesprochene Diskussion gibt es ja in Deutschland auch und um den NSU-Prozess, wann sozusagen politische Motivationen eine Rolle spielen und strafverschärfend eine Rolle spielen im Prozess und wann nicht. Und das hatten wir auch in unserer Vorbereitung kurz, das Gespräch darüber. Also in dem Prozess jetzt ist es für die Anklage und selbst die Bundesanwaltschaft schon wichtig, die politische Motivation der, also von Frau Zschäpe und den zwei toten Uwes herauszuarbeiten, weil man das hier ganz konkret braucht, um die Anklage überhaupt schlüssig zu machen. Aber immer da, wo man versucht, Verbindungen herzustellen, wo man sagt, die drei waren ja nicht allein, was war drumherum, wo leben wir in der NPD aktiv, immer wenn es so weit geht, wird abgeblockt, weil das Leitbild der ganzen Angelegenheit in der Anklage ist, isolierte Gruppe von drei Personen, die sonst mit niemandem zu tun hatte. Denn das Ziel dieses Prozesses, wie er von der Generalbundesanwaltschaft geführt wird, ist, die Diskussion zu beenden und zu sagen, wir haben es aufgearbeitet, jetzt ist Schluss. Das ist das Ziel der Anklage. Und alles, was politische Verbindungen und politische Zielrichtungen, die über die drei Beteiligten hinausgeht, thematisiert, soll deswegen schweigen. Weil sonst hätten wir ja eine kontinuierliche Diskussion. Sonst müssten wir nach dem Prozess, am Prozessende das Ergebnis haben, wir sind noch nicht weiter, wir müssen weiterschauen. So müssten wir ja weitergehen. Und das ist im Übrigen einer der Hauptaufträge, die ich, aber auch ein paar andere von unseren Mandanten haben. Zu verhindern, dass dieser Prozess das Ganze beendet und so ein Bild zeichnet, jetzt haben die Institutionen der Bundesrepublik das Ganze abgearbeitet und jetzt ist vorbei, jetzt können wir normal weitermachen. Okay, also sozusagen die Einzeltäter-These oder Täterinnen-These, weil wenn es um neonazistische Organisationen geht, die steckt der deutschen Justiz irgendwie in den Knochen, ne? Ja, man will nicht anerkennen, man will nicht zugeben, dass es eine organisierte politische organisierte politische Aktionen sind, die auch schon vor dem NSU hunderte von Menschen, ja allein wenn ich dran denke an die Zeit seit den 90er Jahren umgebracht haben, und man hat ja auch immer so getan, als wäre da gar keine organisierte Kraft, als gäbe es vielleicht eine NPD, aber die sind alle so zerstritten, das hat gar keinen Organisationscharakter. Das hat man immer bestritten. Tatsächlich hätte man mal eine solche Untersuchung gemacht, und Antifaschistinnen und Antifaschisten haben das ja gemacht, dann kam man zum Ergebnis, dass Leute aus den sogenannten freien Kameradschaften und der NPD auch bei den Brandsätzen in Mölln zum Beispiel mit dabei waren. Dass es dann natürlich eine Verbindung gab und eine zentrale, zumindest jedenfalls eine zentrale Propagandamaschine auch, die dahinter stand. Dankeschön. Weitere Fragen? Bitte. Ja,
Frage 1, wie viele Leute sind inhaftiert, wie viele sind nicht inhaftiert von den Angeklagten? Frage, Anmerkung 2, du sprachst von blind. Ich kämpfe seit Jahren. Wer sprach von blind? Der Kollege, dessen Namen mir schwerfällt. Thanasis. Ja, er sprach vorhin von blind. Mhm. Und ich möchte nicht gefilmt werden, wenn das möglich ist. Ja, diese Blindheitsmetapher, gegen die kämpfe ich halt jetzt auch verschärft im ganzen NSU-Komplex, weil blind wird man entweder durch Geburt, durch Krankheit oder durch einen Unfall. Und hier geht es um bewusstes Handeln, um Verantwortung. Und diese, es geht auch nicht nur um die Justiz, die die Einzeltäter-These vertritt und diese Einhegung. Das finden wir bei den ganzen Büchern in Deutschland zum NSU. Da habe ich dann auch schon meinen dritten Punkt, die dann die Zelle, das Zwickau, kleines Dorf, das Trio, die Einhegung. Und die ist ja auch nicht nur die Bundesanwaltschaft. Wenn im Januar des Prozesses letztes Jahr dann die NSU per Gerichtsbeschluss für aufgelöst erklärt wird, weil zwei tot sind, und nur noch Cepe lebt, deshalb nämlich dann die Trennscheibe aufgehoben werden konnte. Das gab es dann ganz kurz in allen Zeitungen und danach hat sich dann niemand mehr drum gekümmert. Das war mir wichtig, dass man halt sagt, die Presse spielt in weiten Teilen genauso mit. Und meine Frage war jetzt an dich, Axel, inwieweit das Gericht bei der Einhegung der Bundesanwaltschaft folgt, weil du ja auch vorhin die Formulierung gewählt hast, dass es euch schwer möglich ist und schwer fällt. Oder inwieweit das Gericht euch auch Raum gibt, vielleicht andere Akzente zu setzen und inwieweit sich das auch in der Presseberichterstattung widerspiegelt, dass diese Kritik, die ihr jetzt hier in diesem Kreis verbreitet, dass das dann noch in weitere Kreise getragen wird. Dankeschön. Dann war hier vorne, genau, und dann sozusagen geht es so Ping-Pong-mäßig nach hinten. Hello. I would like to ask Thanasis two questions. Ich möchte gerne zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist eine Frage, die nicht so viel mit Gericht zu tun hat. Die erste Frage ist, wie würdest du erklären die Tatsache, dass Golden Dawn nach diesen Anschlägen, nach der Ermordung von Pablo Fiestas, die dritte stärkste Partei im Parlament geworden ist? Denn es scheint, dass du davon geredet hast, von einem öffentlichen, offenen Geheimnis in der griechischen Gesellschaft. Jeder hat gewusst von den Taten von Golden Dawn, aber besonders innerhalb der Linken war es mehr als offensichtlich, dass es Schlachten gab und Sachen, die passiert sind in den Nachrichten und so weiter. Das heißt, ich möchte dich fragen, wie er das politisch interpretiert, wie du es politisch interpretierst. Und ich möchte die Interpretation herausfordern, in Frage stellen für die Gründe, warum Golden Dawn ins Gefängnis gesteckt wurde und die Tatsache, dass die prominenten Mitglieder und die Abgeordneten von Golden Dawn im Gefängnis gekommen sind. Du hast gesagt, dass es war wegen der starken antirassistischen, antifaschistischen Bewegung, die Regierung gezwungen hat, endlich zu handeln. Ich möchte dich fragen, ob du auch bedacht hast, die Tatsache, dass vielleicht es war nicht so sehr oder jedenfalls nicht alleine die Stärke der Bewegung, die ohne jeden Zweifel auf den Straßen war und Gerechtigkeit gefordert hat, aber dass es auch zu tun hatte mit dem Staat selbst. Es gibt eine weit verbreitete Argumentation, dass es nicht nur die Bewegung war, sondern auch eine Entscheidung von ganz oben, dass Golden Dawn genug ist genug, wir können noch andere Methoden benutzen, um die Bevölkerung zu disziplinieren. Und deshalb stelle ich die Frage, damit wir eine klare Vorstellung davon haben, wie die Situation in Griechenland jetzt ist. Weil, denn für mich, ich habe die letzten Monate hier in Deutschland gelebt, es gibt eine Art von Glorifizierung der Stärke der griechischen Linken. Und sie gucken auf uns auf eine Art und Weise, von der ich nicht glaube, dass sie mit der Realität übereinstimmt. In dem Sinn, das könnte eine Art von Illusion schaffen, nicht nur in anderen Ländern, sondern auch in Griechenland selber. Und deshalb stelle ich die Frage,
kriegen wir das hier vorne, glaube ich, nicht mehr alles beantwortet. Little bit short yet. Yeah, yeah, I understand. But I'm just elaborating, not asking questions. Aber im Moment stelle ich ja noch gar keine Frage. Im Moment wollte ich das nur weiter erklären. Okay, danke. Thank you. Is it okay noch? Is it okay to have one more question? Yeah, okay. Bitte. Ich habe zwei Fragen an Thanasis. Die erste Frage ist eine Einschätzung von ihm, inwieweit der Regierungswechsel in Athen die jetzige Prozesseröffnung beschleunigt hat oder ob das überhaupt keinen Einfluss darauf gehabt hat. Also sich das Verfahren, wie es bisher gelaufen ist, in einem normalen zeitlichen Rahmen bewegt hat. Und die zweite Frage ist, wenn ich mir angucke, 69 Angeklagte und wie ich den Medien entnommen habe, 300 Zeugen, hätte ich gerne Einschätzung von ihm, was er denkt, wie lange dieser Prozess seiner Meinung nach dauern wird, ob er überhaupt zu einem Ende kommt. Wenn ich mir angucke, NSU-Prozess, ich glaube, es sind ja 2 Jahre mit einer Handvoll Angeklagten. Meine Frage ist, wie schätzt er das ein, wie lange wird es dauern? Mhm. Vielen Dank. Machen wir mal kurz eine Antwort und bitte die eine Frage noch aufheben, sonst. Ja? Ja, go ahead. So, on the final questions. Die letzten Fragen, die gestellt werden. Als erstes, wie lange das Verfahren dauern wird, habe ich wirklich keine Ahnung. Das hängt von dem Rhythmus der Gerichtstage ab. Das ist die entscheidende Frage. Es könnte also ein Jahr dauern, es könnte 1,5 Jahre dauern. Wir wissen das wirklich nicht zu diesem Zeitpunkt, aber es wird garantiert nicht kürzer sein, das ist sicher. Die Veränderung der Regierung und die Wirkung, die es hatte auf den Fall, das gab keine Wirkung auf den Fall, keine Auswirkung auf den Gerichtsfall durch die veränderte Regierung. Wir haben Erwartungen, keine Erwartung einer Intervention in das Gerichtsverfahren, das wollen wir nicht. Wir glauben, dass es Opfer gibt in diesem Fall und das sind die Opfer der faschistischen, rassistischen Gewalt. Und das Letzte, was wir wollen, ist, dass die Angeklagten sich selber zum Opfer machen können, indem sie sagen, es gab eine politische Intervention in das Verfahren. Aber es gibt trotzdem Dinge, die getan werden müssen von der neuen Regierung, die bisher noch nicht getan worden sind. Zum Beispiel über den, welchem Gerichtssaal, wo führt das Verfahren statt, über die Verbindungen zwischen Polizei und den Neonazis. Es gibt eine Erklärung des neuen Ministers für öffentliches Recht, dass er weiß, dass es eine große Menge von Golden Dawn-Unterstützern in der Polizei gibt. Das Einzige, was er gesagt hat, ist, dass er sie aufgerufen hat, sich aufzulösen, sich freiwillig aufzulösen. Und wir wollen mehr als das. Wir wollen, dass die Regierung seinen Job macht und aktiv die Gemeinschaften von Golden Dawn Unterstützern innerhalb der Polizei auflöst. Nun zum Thema, warum Golden Dawn politisch immer noch eine politische Kraft ist. Sie hat 6,3% in den letzten Wahlen bekommen. Golden Dawn hat einen politischen Raum eingenommen, der auch vorher schon existiert hat in der griechischen Gesellschaft und der immer noch existiert. In der ganzen Europa gerade existiert die rechten Parteien. Die griechische Gesellschaft ist daran extrem, wie weit rechts diese rechtsradikale Partei ist. Und dass in ihrem Zentrum wirklich eine kriminelle Organisation ist. Aber wir müssen verstehen, dass das auch ein politisches Phänomen, das mit der kapitalistischen Krise zu tun hat und mit dem Zusammenbruch des politischen Systems in der griechischen Gesellschaft aufgrund dieser Krise. Ich möchte jetzt nicht soziologisch sein und den Aufstieg von Golden Dawn nur der ökonomischen Krise zuschreiben, aber ich glaube, wir müssen 2 weitere Faktoren berücksichtigen. Der erste ist die Legitimation von Rassismus durch
nicht die Ränder des politischen Spektrums in Griechenland, sondern durch das Zentrum des politischen Spektrums. Das heißt, in Griechenland, die hauptwichtigsten politischen Parteien wurden rassistisch. Rassismus wurde institutionalisiert. Und das wiederum hat Golden Dawn legitimiert. Solange wir nicht ein Ende sehen für diese rassistischen Politik, sind wir in der Gefahr, dass Golden Dawn immer wieder und immer wieder neu auftauchen wird, aufgrund dieser Legitimisierung. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor hat mit der staatlichen Repression zu tun, die riesig gewesen ist in den letzten Jahren gegen die schwachen Bewegungen, gegen die Austerity-Regime. Und aus Grund dieser Repression gab es eine Legitimierung für die Gründung von Kräften innerhalb der Polizei, die immer weiter zur Rechten, auf die radikal rechtlich bewegt haben. Solange diese Faktoren nicht auch begegnet, werden wir kein einfaches Ende sehen für die Golden Dawn und die rechtsradikale Krise. Und wir können nicht erwarten, dass sowas durch das Rechtsverfahren, durch das Strafrechtsverfahren passiert. Das Strafrechtsverfahren ist nur eine Ebene der antifaschistischen Bewegung, die aber auch auf anderen Ebenen sich ausdrücken muss. Wie viele Angeklagte sind in Untersuchungshaft? Ich habe die Zahlen gerade nicht hier. Aber das Problem mit dem Untersuchungshaft in Griechenland ist, es gibt eine Grenze von 18 Monaten, die man maximal in Untersuchungshaft sein. Man kann nicht länger als 18 Monate Untersuchungshaft sein. Wenn es einen zweiten Verfahren gegen dich gibt, kannst du maximal 30 Monate in Untersuchungshaft sein für beide Verfahren. Die 18 Monate sind um, das heißt, die meisten der Angeklagten des Verfahrens sind jetzt auf freiem Fuß. Nicht der Mensch, der tatsächlich Paulo Füßers erstochen hat, weil er zwei kriminelle Anklagen gegen sich hat, aber die meisten der führenden Mitglieder sind mittlerweile draußen. Wir betrachten das als ein Versagen des griechischen Justizsystems, dass es ihnen nicht mehr möglich war, zumindest einen Prozessanfang zu haben, während die noch in Untersuchungshaft gesessen haben. Das heißt, ja, viele derjenigen, die Angeklagten sind, sind auf freiem Fuß. Aber sie sind jetzt nicht aktiver Teil der kriminellen Aktivitäten von Golden Dawn, weil sie überwacht werden. Ich mache es ein bisschen weiter. Wenn ich jetzt von wir spreche, meine ich nicht allein uns Nebenklägervertreterinnen und Nebenklägervertreter, sondern auch antifaschistische Bewegungen wie beispielsweise NSU-Watch und hier das antifaschistische Pressearchiv, aber auch Betroffene und ihr Umfeld, wie beispielsweise Initiative Kolbstraße, ist überall. Doch, wir können was machen, nur wenn wir es gemeinsam machen. Alleine, nur mit Anträgen im Gerichtssaal würden wir gar nichts erreichen. Wir haben es hingekriegt, dass diese Bombe nach der Bombe, wie es in der Kolbstraße genannt worden ist, also die verheerenden, die Auswirkungen, die diskriminierenden Auswirkungen der Ermittlungsarbeit, der Polizeiarbeit, der Diskriminierung dadurch, dass das ein Thema geworden ist. Das haben wir aber auch nur hingekriegt, weil beispielsweise an dem Aktionstag einen ganzen Tag lang hunderte von Leute da waren, weil das aufgenommen worden ist. Wir haben es hingekriegt, und auch das glaube ich, wir haben es schon hingekriegt, zu beweisen mit Anträgen, die wir hatten, mit Material, was wir aus der Akte, aber auch aus der antifaschistischen Recherche hatten, zu beweisen, dass es eben keine isolierte Drei-Personen-Zelle war, dass sie eben direkt nach ihrem sogenannten Abtauchen, also nach ihrer Autofahrt von Jena nach Chemnitz, dort eine Wohnung hatten und dort unterstützt worden sind von Leuten von Blood and Honor, von einer Nazi-Organisation. Ausweis besorgt, also nicht einfach nur die Wohnung, das war wohl relativ einfach, aber dann auch einen falschen Ausweis, andere Unterlagen, die man dafür brauchte, Möglichkeiten, um Sachen zu bestellen, betrügerisch. Nachher haben die Leute noch versucht, ihnen Waffen zu besorgen. Viel weiter sind wir im Moment noch nicht, aber immerhin, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das überhaupt in der Form hingekriegt haben. Wir können da was erreichen, das ist begrenzt, denn was wir wir haben einiges aus der Recherche, wir haben einiges aus den Akten. Alles, was in den Akten ist, was wir benutzen können,
Wir haben uns zum Beispiel vorgenommen, das ist auch ein wichtiges Ziel, was wir bald durchhaben. Wir haben gesagt, wir wollen, dass jeder V-Mann, der in deren Nähe war, in diesen Gerichtssaal kommt. Die standen nämlich nicht auf der Zeugenliste des Gerichts und der Bundesanwaltschaft. Wir haben gesagt, wir wollen, dass jeder einzelne V-Mann dort auftaucht und wenn er dann lügt, ist egal, dass er überhaupt sichtbar wird. Dann wird wir zeigen können, wie viele da waren, die wir kennen. Wir kennen die V-Leute immer nur darüber, weil über viele Jahre ihres Einsatzes halt bei einigen was schiefgegangen ist, die mal aus dem Verkehr gezogen worden sind, die aufgeflogen sind. Deswegen haben wir sie in den Akten. Gut, die Schredderversuche kennt man ja, einiges taucht jetzt manchmal wieder auf, aber da können wir schon was erreichen. Allerdings haben wir nicht die Hoffnung, wir könnten damit das alles aufklären. Das kann dieser Gerichtsprozess nicht liefern. Er kann vielleicht die Basis dafür liefern, dass man danach weitersuchen muss. Ein Verständnis dafür, dass man danach weitergehen muss. Aber immerhin, das wäre ja auch schon ein Ziel. Dankeschön. Das Gericht, man merkt, dass dem Gericht die Anklage und das Vorgehen der Bundesanwaltschaft eigentlich zu wenig ist. Das Gericht traut sich, oder woher das kommt, weiß ich nicht. Das Gericht geht aber nur so weit, dass sie ein bisschen mehr haben. Sie haben schon einige Beweisanträge von uns aufgenommen, sind denen nachgegangen. Wir merken jetzt aber in letzter Zeit, dass auch die Grenzen erreicht sind von dem, was sie wollen. Wir haben uns zum Beispiel immer gewundert, dass es, obwohl die international organisiert sind, überhaupt keine Unterlagen vom BND oder von Auslandsgeheimdiensten in der Akte sind. Fragen in die Richtung werden jetzt auch schon als unzulässig und nicht zur Sache gehörig mal abgelehnt. Da sind die Grenzen auch erreicht. Aber der Vorsitzende, vom Rest des Gerichts kriegen wir ja nichts mit, der tickt so ein bisschen, der will keinen Richter neben sich zur Geltung kommen lassen, aber der Vorsitzende will schon ein Urteil abliefern, das er selbst für glaubwürdig hält und nicht einfach nur die Anklageschrift abarbeiten. Dankeschön. In der Mitte hatten wir eine Frage genau geparkt von der vorherigen Runde und dann dort hinten, Mitte und dann. Hello, I will make it short. Ich mache es ganz kurz, zwei Fragen. Die erste Frage ist, den politischen Druck betreffend. Ich war ein bisschen irritiert davon, dass du NSU Watch erwähnt hast, aber du hast auch ein bisschen die Proteste erwähnt vor dem Gerichtssaal. Könnte es sein, dass es ein bisschen kontraproduktiv ist, denn die extreme Rechte finden eine Demonstration, eine politische Demonstration vor einem Gerichtshof, sodass es ein politisches Gerichtsverfahren, ein politisches Gericht ist und kein kriminales Verfahren, kein Strafrechtsverfahren. Die zweite, kannst du deine Frage bitte mal wiederholen? Es geht um, du erwähnst, dass politische Proteste und politischer Druck außerhalb des Gerichtsverfahrens stattfinden. Könnte es sein, dass das kontraproduktiv ist, weil die extreme Rechte. Die zweite Frage ist, du hast erwähnt, dass es mögliche Verbindungen, Beziehungen gibt zwischen Golden Dawn und der Polizei und dem Geheimdienst und so weiter. Von dem viele Menschen glauben, dass, aber was wir im Gericht sehen, jetzt bitte korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber trotz der Tatsache, dass es so viele Details gibt, die bekannt sind, wurde es nicht wirklich in die Anklage aufgenommen. Stimmt das? Habe ich da recht? Dann einmal sozusagen ganz, ganz hinten in die Ecke. Das ist eine sportliche Aufgabe. Dankeschön. I have a question for Thanasi. Ich habe eine Frage an Thanasis. Von den drei kriminalen Anschlägen, denen Goldon angeschlagen wurde, sind zwei gegen Linke und einer war ein rassistisches Verbrechen. Das heißt, es gibt tägliche Anschläge auf den Straßen von Griechenland, für eine Dekade lang, 10 Jahre lang rassistische Anschläge. Und bis jetzt gibt es Straffreiheit für die Verbrecher und die dieses Verbrechen angestiftet haben. Und ich frage mich, und es war fast unmöglich, diese Verbrechen anzuklagen.
Das heißt, ich frage mich, gibt es einen Versuch, diese Leute irgendwie auf die Leute zuzugehen, sie in den Prozess irgendwie einzubeziehen? Das könnte Legalisierung für sie bedeuten, aber auch um dieses riesige Ausmaß der organisierten rassistischen Gewalt zu zeigen. Und warum sind deine Klienten die einzigen, die Golden Dawn anklagen? Und es gibt eine Liste bei Nichtregierungsorganisationen von den Menschen, die angegriffen wurden. Und kann das irgendwie benutzt werden, um dieses riesige Ausmaß von rassistischen Angriffen zu zeigen? Eine war hier und eine war aber noch irgendwo da. Ja, es ist eine Frage an Thanasis. Und zwar mit diesem Verfahren, soweit ich das verstanden habe, geht es da auf drei Ebenen. Die erste wäre, was die Fischermänner betrifft, also dass die Täter individuell wegen versuchten Totschlag oder gefährlicher Körperverletzung verurteilt werden. Das dürfte ja möglich sein. Dann geht es um die Frage des Aufrufs. Es gibt ja das Video mit dem Abgeordneten von Golden Dawn. Das dürfte auch machbar sein. Was jetzt die Leitung einer kriminellen Vereinigung betrifft, wie gut fundiert ist da die Anklageschrift? Enthält sie harte Beweise? Könntest du ein paar von denen in groben Zügen nennen? Und falls ja, wie ist das zu erklären, wenn jetzt großer Teil der Polizei mit Golden Dawn sympathisiert, dass es auf einmal geklappt hat? Dankeschön. Und dann noch hier vorne. Genau. Einmal hier vorne und dann würde ich wieder eine Antwortrunde hier oben machen. Eine Frage an Thanasis und zwar, ich hoffe, sie ist noch nicht gestellt worden, ich war mal ganz kurz draußen. Gibt es denn etwas Ähnliches wie unsere parlamentarischen Untersuchungsausschüsse in Griechenland auch? Wird es sowas auch geben, eine Untersuchung, welche Aktivitäten Golden Dawn im Parlament entfalten konnte, welche Rolle diese Verbindungen zu Geheimdienst und Polizei spielen und so weiter? Das würde mich interessieren, weil ich habe ein bisschen, wenn ich das noch kommentieren darf, die Hoffnung, dass selbst wenn der Prozess aus ist und als Schlussstrich betrachtet wird, uns die Untersuchungsausschüsse, von denen es ja auch noch mehr geben wird, nämlich in einen zweiten in Thüringen, einen zweiten in Sachsen, dass die uns über dieses Urteil hinaus das Thema erhalten werden. Ja, ja. Genau. Dankeschön. Thanasis. Okay, zur ersten Frage, die zwei Teile hatte. Die erste über die politischen Proteste und ob die kontraproduktiv sind und der zweite, ob die Menschen, die Teil des Staatsmechanismus sind, vor Gericht gestellt würden und warum sie nicht vor Gericht gestellt wurden. Ich glaube, dass der zweite Teil der Frage sich auf den ersten Teil bezieht. Nein, die Menschen, die Teil des Staatsmechanismus waren, der Polizei, sind nicht vor Gericht gestellt worden. Es gibt nur eine einzige Polizistin und zwei der Navy, die Angeklagte sind im Verfahren von Golden Dawn, obwohl es viel größer gehen müsste. Es gibt belastbare Beweise, die in jedem anderen Strafrechtsverfahren, dass die zwei Chefs der Polizeibüros, die ich erwähnt habe, angeklagt sein müssten in diesem Verfahren. Aber sie werden nicht angeklagt. Und das ist, warum die politischen Proteste nicht kontraproduktiv sind. Ich könnte akzeptieren, dass die politischen Proteste möglicherweise kontraproduktiv sind bei Strafrechtsverfahren, wenn das Rechtssystem, das Strafrechtssystem seine Arbeit tun würde und die Leute verfolgen und verurteilen würde. Aber solange es das nicht tut, sind die politischen Proteste notwendig außerhalb des Gerichts, außerhalb des Verfahrens, konstant, nonstop, damit das Rechtssystem, die Richter verstehen, dass sie unter Beobachtung stehen. Und ich habe auch nicht kein Problem damit, öffentlich zu sagen, unter Druck stehen, damit sie ihren Job machen. Denn sie müssen unter Druck gesetzt werden, damit sie ihren Job machen. Und es ist unser Konstitut, unser verfassungsmäßiges Recht von Menschen und das sollten sie auch ausüben. Nun zu den rassistischen Anschlägen. Die sind viel, viel, viel verbreiteter gewesen als nur der eine Anschlag, der jetzt vor Gericht kommt. Und sie sind
Und es gibt gute Organisationen wie ein Netzwerk von Beobachtungsgruppen in Athen, die eine sehr gute Verbindung haben, eine sehr gute Arbeitsbeziehung haben und die den Anstieg von rassistischen Anschlägen sehr gut dokumentiert haben, auf eine sehr wissenschaftliche und belastbare Art und Weise. Und die Art, wie wir diese Beweise versuchen zu benutzen, ist, indem wir Zeugen rufen. Wir haben das Recht, Zeugen selber aufzurufen. Und wir haben den Koordinator dieser Beobachtungsnetzwerk als Zeugen aufgerufen, ins Verfahren zu kommen und das Ausmaß der rassistischen Anschläge dort darzustellen, Ausmaß der rassistischen Anschläge durch Mitglieder von Golden Dawn dort darzustellen. Das heißt, wir sind in einer guten Arbeitsbeziehung mit solchen Organisationen und wir planen auch, deren Beweise im Gerichtsraum einzusetzen und anzuwenden. Die dritte Frage über die Täter der individuellen Verbrechen, der Einzelverbrechen, ob die für ihre einzelnen Verbrechen verurteilt werden und für ihre Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation. Das heißt, sie sind für zwei kriminelle Vorwürfe angeschlagt. Einerseits für ihre Anschläge und zum Zweiten für ihre Teilnahme, Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation. Die Anführer sind nur angeklagt, die eine kriminelle Organisation anzuführen. Das ist eine andere Herangehensweise, die der griechische Staat vor 15 Jahren gemacht hat. Damals haben sie den 17. November verfolgt, die linksradikale terroristische Organisation, wo die Anführer der Organisation angeklagt waren, für jedes einzelne Verbrechen angeklagt wurden. In diesem Fall hat der griechische Staat das nicht getan. Und das zeigt uns, dass sie nicht die maximale Strafrechtswaffen benutzen, die sie eigentlich in ihren Händen hatten. Sie tun das nicht. Ob es nun belastbare Beweise gibt, ja, es gibt belastbare Beweise, es gibt gute Beweise, dass diese drei kriminellen Akte angeordnet wurden und angeleitet wurden. Es gibt Telefongespräche, die Namen wurden niedergeschrieben in lichten Listen, die es bereits vor den Verbrechen gab. Denn sie sind Mitglieder von permanenten, dauerhaften paramilitärischen Organisationen innerhalb, im Herzen von Golden Dawn. Und die Beweise dafür sind sehr haltbar. Die letzte Frage zu den Untersuchungsausschüssen. Sowas existiert in Griechenland nicht. Sowas hat es nie gegeben. Es hat nie einen Untersuchungsausschuss gegeben über die Verbindung zwischen Golden Dawn und der Polizei. Es gibt jetzt einen Untersuchungsausschuss für die deutschen Reparationszahlungen gegen Deutschland. Na, Reparationszahlen für das, was die Nazis in den 1940ern getan haben. Und ich bin sehr enttäuscht, muss ich leider mitteilen, dass die Golden Dawn-Mitglieder Mitglieder dieses Untersuchungsausschusses sind. Also wirklich eine historische Ironie. Aber nein, es gibt keinen Untersuchungsausschuss, keinen parlamentarischen. Es gibt einen staatlichen Untersuchungsausschuss innerhalb der Polizei, zwischen der Polizei und Golden Dawn, aber das war eine Farce. Er hat 320 Fälle sich angeguckt und hat dabei 10 identifizieren können, die irgendwie verbunden waren mit Golden Dawn. Und einige von diesen Fällen sind jetzt auch weg. Das heißt, es gibt nur noch eine einstellige Zahl, die betrachtet wird. Da wir Teil des Strafrechtsverfahrens jetzt sind, da wir Nebenkläger sind, haben wir es geschafft, in unserer Hand nicht nur die Protokolle der Polizeiuntersuchung zu haben, sondern auch alle Akten aus dieser internen Polizeiuntersuchung. Das heißt, wir haben 2000 Seiten all der Akten, all der Unterlagen, die benutzt wurden, um das Protokoll, um den Bericht anzufertigen. Das heißt, wir können jetzt einen eigenen Bericht schreiben darüber, was nun eigentlich wirklich die Verbindungen waren zwischen Golden Dawn und der Polizei. Und in dieser Art können wir Druck ausüben auf den Staat, eine weitere staatliche Untersuchung anzuregen. Frage.
Die letzte Frage, hier wurde die Hoffnung geäußert, dass uns die Untersuchungsausschüsse in den Ländern noch eine Weile begleiten. Axel, es gab ja auch mal sozusagen die Diskussion, ob nicht im Laufe des Prozesses weitere Informationen auftauchen, die es auch nötig machen, eine weitere juristische Auseinandersetzung zu führen und den Prozess oder weitere Leute quasi in die Anklage mit aufzunehmen. Wie ist es dort im Moment? Ja, in diese Anklage, in den laufenden Prozess wird niemand aufgenommen. Ja. Es gibt ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen Personen, von denen man weiß, dass sie Unterstützungsleistungen gemacht haben, und ich würde darauf wetten, dass das nie geführt wird oder irgendwie ganz klein irgendwo erledigt wird. Das wird irgendwann mit Zeitablauf und ohne Interesse weggehen, befürchte ich. Das werden wir Ihnen noch ein bisschen schwieriger machen, aber im Grunde genommen ist das schon abzusehen, dass da kein besonderes Interesse dran ist. Ich weiß auch noch nicht, was wir weiter rausfinden werden. Es gab ja schon ein paar Überraschungen. Wir haben ganz am Anfang einen weiteren Sprengstoffanschlag mitbekommen. Wir haben jetzt Unterstützung mitbekommen. Wir wissen noch nicht, wo das Ende ist. Aber ich bin ein bisschen der Falsche, mir tut das leid. Ich freue mich über alles, was da rausgefunden wird bei den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Aber das ist ja sind ja Gremien für das Parlament selbst. Schon das Ergebnis, dass es halt einen öffentlichen und einen geheimen Teil meistens gibt, dass viele Erkenntnisse daraus selbst uns im Prozess nicht erreichen, die Öffentlichkeit nicht erreichen, schmälern die Hoffnung ein bisschen. Wir können nur hoffen, dass da so eine gute Arbeit gemacht wird, dass dann außerhalb des Parlaments damit was angefangen werden kann. Im Parlament muss man ja nun mal ehrlich sagen, dass die ganze parlamentarische Untersuchungsarbeit zu gar nichts geführt hat im Bundestag, außer dazu, dass jetzt Gesetze gemacht worden sind, die dem Verfassungsschutz und diesen Behörden noch mehr Macht gegeben haben, die jetzt regeln, welche Straftaten V-Leute machen können. Ich weiß, ich will das gar nicht schlecht reden, die Bemühungen von vielen Leuten da drin, aber da habe ich nicht so die große Hoffnung. Ich glaube, das müssen wir schon selber machen, außerhalb dieser Gerichtssäle oder dieser Parlamentssäle. Ja, ja, und Sie konnten sich ja auch im Abschlussbericht nicht durchringen, von institutionellem Rassismus zu sprechen. Ich würde jetzt gerne die letzte Fragerunde machen und nochmal die Möglichkeit für vier Fragen würde ich nochmal sammeln und dann auch abschließen. Gibt es noch Fragen? Oder hat sich das schon erledigt? Aha, hier vorne ist eine. Du hast da hinten eine gesehen, ich habe nichts gesehen, ehrlich gesagt. Hier vorne war eine. Bitte das Mikrofon. Eine kurze Frage an dich, Axel, Richtung tiefer Staat, Derin Devlet. Die Beweisanträge in Sachen Bouvier und Andreas Temmel, die ja vor ein paar Wochen durchaus prominent in den Medien zirkuliert sind, also die Abhörprotokolle der Polizei, die ja nochmal ausgewertet worden sind, wenn du dazu vielleicht einfach nochmal kurz den Stand referieren kannst. Dankeschön. Gibt es noch eine Frage? Gut. Aha. Dann nehmen wir die noch. Auch eine kurze Frage an Axel. Also jenseits Verbindungen im Untergrund, Unterstützung, direkte Mitgliedschaft. Jenseits davon, vor ein paar Wochen wurden ja zum ersten Mal, jedenfalls für mich zum ersten Mal sichtbar in den Medien, eine beeindruckende Fotoserie aus der Kolbstraße veröffentlicht, wo eine Frau und ein Mann sich also in unmittelbarer Nähe der Bombenleger aufgehalten haben. Wenn man weiß, wie sowas durchgeführt wird, könnte man auf die nahe Vermutung kommen, dass sie die abgeschirmt haben, geguckt haben, ob sie observiert werden etc. Gibt es da Erkenntnisse? A, wer war das? B, ist diese Spur schon älter oder hat sich da irgendetwas draus ergeben? Und eine andere Frage kurz an Athanasis. Kann es sein, also trotz aller Protektion von Krisi Avi durch Secret Service und Polizei, dass einfach mit den Angriffen im September 2013 auf die Gewerkschafter von Parma und dem Mord an Pavlos Fissas, also gebürtigen Griechen, eine rote Linie auch überschritten war für den Staatsapparat, dass sie sich sozusagen gezwungen sahen, jetzt vorzugehen, nachdem diese Angriffe von Krisi Avi
eine neue Qualität erreicht haben? Vielen Dank. Axel. Also zunächst zur ersten Frage. Das sind ja von den Nebenklägervertreterinnen der Familie in Kassel verschiedene Anträge gestellt worden, die darauf zielen, die Telefonate aus der Überwachung des Telefons von Andreas Temme, also diesem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, zu hören, weitere Verfassungsschutzmitarbeiter zu vernehmen und so weiter. Dazu gab es jetzt einmal einen Hinweis des Gerichts, wie sie das, also nicht wie sie es rechtlich sehen, sondern sie erklärten erstmal, wie sie das verstanden haben wollen. Und nächste Woche wird die Nebenklage dazu noch mal was sagen. Wir waren uns in der Diskussion gestern in der großen Runde nicht einig, ob das quasi ein Zeichen des Gerichts ist, das alles abzulehnen, oder ob das schon ein Zeichen ist, dass man dem nachgehen will. Immerhin sind die Verschriftlichten, also die Anwälte waren zum Bundeskriminalamt gefahren, hatten sich da diese Bänder angehört und sie per Hand abgeschrieben und so weiter. Immerhin hat das Gericht mal gesagt, wir schicken jetzt mal jemanden vom Bundeskriminalamt hin, dass er die nochmal abhört und abschreibt, und die haben wir jetzt immerhin, diese Textstellen. Wir werden das sehen, es ist noch nicht entschieden. Zu was das führt, ist auch unklar, aber ich finde es auf jeden Fall richtig, dass man einfach jeden Zipfel von was man kriegen kann, von diesen Beteiligten holt, und insofern bin ich sehr gespannt. Die Videos sind ja. Ja, diese Spur ist einerseits alt und der ist niemals nachgegangen worden von Anfang an, und deswegen ist aus meiner Einschätzung nach diese Spur auch kalt und wird nichts erbringen. Die Qualität der Bilder ist so, dass nach unseren bisherigen Überprüfungen eine klare Identifizierung, wenn man jetzt andere Bilder oder wenn man Personen hätte, nicht möglich ist. Die Polizei hat damals überhaupt keinerlei Versuche gemacht, festzustellen, wer sich da befunden hat. Das findet sich ja alles vor diesem Viva-Gebäude. Aber ich persönlich habe mir das mehrfach angeschaut und finde nicht, dass man das so bewerten kann, dass man da eine klare Zuweisung, eine klare Zurechnung oder einen Kontakt mit den beiden Personen, die mit dem Fahrrad, mit der Bombe da vorbeikommen, sehen kann. Ich befürchte nur, es spielt keine Rolle, wie ich es einschätze. Es ist niemals ein Versuch gemacht worden, herauszufinden, wer das sein könnte. Es ist nie jemand von diesen Leuten befragt worden. Es ist keine Frage, das ist ja alles der Ausgang von dem Viva-Gebäude, es ist niemals eine Befragung gemacht worden. Die Chance, dass man da irgendetwas noch rauskriegt, ist so gering. Und selbst wenn man jemanden finden würde, wäre dann eine Angabe nach so vielen Jahren kaum dazu geeignet, noch was rauszubringen. Das ist das Problem. Das ist eine weitere Spur, die durch falsche Polizeiarbeit kaputt gemacht worden ist. Dankeschön. Thanassis, eine letzte Frage und Antwort von dir. September 1913 hat einen Wendepunkt der Strategie von Golden Dawn markiert. Es gab eine ernsthafte politische, soziale und wirtschaftliche Krise in Griechenland, in der die Regierung eine ihrer drei Parteien, die kleine linke Partei, verloren hat, die damals die Regierung unterstützt hat. Nachdem die staatliche Sender geschlossen wurde. Das heißt, für The Golden Dawn gab es eine große Möglichkeit, eine viel zentralere, wichtigere politische Kraft zu werden. Das war durch drei Anschläge gekennzeichnet innerhalb von 5 Tagen. Das erste war der Anschlag auf die am 12. September auf die Gewerkschafter. Das war, um zu zeigen, dass wir eine nutzbare, eine sinnvolle paramilitärische Kraft sind
für Unternehmerverbände, die man benutzen kann. Es gab einen zweiten Anschlag am 15. September, der ein Anschlag auf rechte Politiker war, die an der die an einem Gedenktag teilgenommen haben für den Bürgerkrieg. Und es war das erste Mal, dass Golden Dawn daran teilgenommen hat, nicht einfach nur dort sein oder Beifall klatschen, sondern versucht haben, im Zentrum dieses Gedenktages zu sein, gegen die parlamentarische Rechte. Und der dritte Anschlag war der Mord an Pablo Fiesels in der Nacht. Das war alles ein gemeinsam angestrengter Anschlag von den Führern der Golden Dawn Partei. Aber sie haben dabei aber ihre Kräfte überschätzt, denn was dann passiert ist, war, dass dieser Bewegung von Golden Dawn nicht dafür geführt hat, nicht diesen terrorisierenden Effekt gehabt hat, auf den Golden Dawn gehofft hat, sondern was tatsächlich stattfand, war, dass es eine starke antifaschistische Bewegung dadurch auf die Straßen gebracht wurde und zu einem politischen Problem wurde für die Regierung von Samaras. Und es hat geöffnet die Trennung, die Teilung, die Kluft in dieser Demokratie zwischen zwei Flügeln, die es schon immer gegeben hat. Das eine war die rechte Partei, aber wie geht man mit dieser Rechten um, dieser Extrembewegung? Gibst du ihnen Zugeständnisse, machst du Kompromisse oder ziehst du eine rote Linie? Und das ist, was passiert ist mit dem Beginn der strafrechtlichen Verfolgung. Und deshalb würde ich dann sagen, die strafrechtliche Verfahren wurde nicht vom Staat ausgelöst und der Staat hat niemals gegen Golden Dawn wirklich Schritte unternommen. Ein Teil der Regierung unter politischem Druck hat sich gegen Golden Dawn gewendet. Aber wir müssen das wirklich klar machen, auch jetzt klar machen. Denn wenn wir das klar haben, werden wir verstehen, dass wenn dieser politische Druck verschwindet, dann wird auch die staatliche Verfolgung aufhören, wird zusammenbrechen und die Mitglieder von Golden Dawn werden freigesprochen werden. Das bringt mich zu dem letzten Punkt, den ich gerne machen möchte. Warum analysieren wir, warum handeln wir gegen den Extremismus, gegen die faschistische Bedrohung, gegen die extreme Rechte? In ganz Europa gibt es jetzt diese Austeritätspolitik und es gibt eine Bedrohung für der Rechten, nicht von den Rändern des politischen Spektrums, sondern aus dem Zentrum, aus der Mitte der politischen Spektrums, von den Regierungen. Und was daran interessant ist, bei diesen faschistischen Parteien, die faschistischen Bedrohungen, ist, wie sehr der Mainstream mit ihnen zusammenarbeitet, mit ihnen gemeinsam mit Rechtsradikalismus arbeitet, Und dabei wird der Mainstream auch radikaler. Und das ist der Grund, warum rechtsradikaler Extremismus so wichtig ist und viel wichtiger ist als andere Extremismen. Es gibt auch andere extremistische Ideen in der Gesellschaft, aber der Rechtsextreme ist einzigartig in der Verbindung, die er mit den Mechanismen des Staates hat. Die er mit dem politischen Establishment hat. Und deshalb müssen wir darüber reden und deshalb, warum wir was dagegen tun, unternehmen müssen. Und deshalb müssen wir sowohl im Verfahren gegen die NSU als auch im Verfahren gegen Golden Dawn so wichtig ist. Dankeschön. Dankeschön. Herr Thanasis, du hast es. Thanasis, du hast es gerade auch noch mal gesagt, wie wichtig öffentlicher Druck und eine kritische Begleitung ist solcher Prozesse und das ist auch das, was wir in den vorangegangenen Veranstaltungen in dieser Reihe auch schon gehört haben. Es bedarf einem öffentlichen Druck, einer kritischen und politischen Begleitung, dieser Aufarbeitung von rassistischen Mordserien, die nicht nur allein in Gerichten oder Ausschüssen passieren kann und darf. Und ich hoffe, dass es uns mit dieser Veranstaltung heute Abend gelungen ist, mehr Menschen zu gewinnen, um diese Prozesse kritisch und aufmerksam zu begleiten. Und Sie haben die Möglichkeit, das Prozessgeschehen sowohl in Athen wie in München weiter zu verfolgen, beispielsweise über die Webseiten von NSU Watch oder nsu-nebenklage.de oder bei Jail Golden Dawn, Golden Dawn Watch oder Analyze Greek finden Sie immer wieder Artikel, die
Ihnen auch Informationen und Nachrichten jenseits der Mainstream-Medien bieten, um diese Prozesse auch öffentlich und kritisch verfolgen zu können. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden auf dem Podium bedanken. Ich bedanke mich bei allen, die es möglich gemacht haben, diese Veranstaltung durchzuführen, und auch bei der Urania für die professionelle Betreuung und die Verfügungstellung der Räume. Vielen Dank, und ich wünsche euch und Ihnen noch einen schönen Abend.